Ich begrüße Sie wieder ganz herzlich zu Tipps und Trends hier bei Allgäu TV. Für viele Schulabgänger kommen bald wieder die Fragen auf, welches Fach soll ich eigentlich studieren und wie sieht so ein Studium aus? Wo und wie bewerbe ich mich mit meinem Abschluss am besten? Unterstützung findet man hier bei der jährlichen Hochschulmesse in Kempten. Dort gibt es eine Menge Informationen und Gesprächsmöglichkeiten für Schüler und Studenten. Volle Gänge wird es auch dieses Jahr wieder geben, wenn am 20. April die Allgäuer Hochschulmesse stattfinden wird. Einen Tag lang stehen interessierten Schülern, Dozenten und Studenten der Hochschule Kempten für alle Fragen rund um das Studium zur Verfügung. Hinzu kommen noch zahlreiche Schnupperveranstaltungen, wo man als Neuling einfach mal studieren probieren kann. Gerade wenn man jetzt frisch aus der Schule kommt und ja auch noch nicht weiß, was man machen will und alle fragen schon, so die Bekannten und so, das war bei mir auch immer das Problem, man weiß es immer noch nicht, dann ist sowas halt Gold wert, wenn man da einfach zu einer Hochschulmesse kann, weil da weiß man, also da kennt man, lernt man einfach die verschiedenen Studiengänge kennen, sowohl Bachelor als auch Master. Man kann mit Studierenden auch direkt in Kontakt kommen, was halt wirklich wertvoll ist, als man kann dann wirklich so Informationen aus erster Hand auch bekommen und das ist natürlich wertvoll, als wenn man einfach nur einen Flyer durchliest. Neu ist, dass man sich bereits zu Hause mit einem individuellen Besuchsplan vorbereiten kann. Unter www.allgäuer-hochschulmesse.de kann jeder seinen Messetag vorab online planen und sich per Mail zuschicken lassen. Interessant ist das aber nicht nur für neugierige Schüler. Auch Studierende können sich bei zahlreichen Firmen informieren und präsentieren. Für so manchen Hochschüler kann das der erste kleine Schritt in Richtung zukünftiger Arbeitsplatz sein. Ich war letztes Jahr auf der Hochschulmesse, weil es einfach sehr interessant ist, wurde auch von den Professoren empfohlen. Da kommen 120 Unternehmen und man kann eben Informationen zu Praktika oder auch Arbeitsthemen finden. Ich habe damals Informationen zu meinem Praxissemester gefunden und habe bei dem Betrieb dann auch mein Praxissemester gemacht. Fazit: Die Hochschulmesse hilft der Karriere auf die Sprünge. Entweder schon vor dem Studium, indem sie bei der Auswahl des richtigen Faches hilft, oder während des Studiums, in dem dort die richtigen Kontakte geknüpft werden können, um nach dem Abschluss möglichst schnell eine passende Stelle zu finden. In unserem nächsten Beitrag geht es ums Fliegen. Vom Allgäu Airport aus bietet die Firma Allgäu Wings Flüge an, genauer gesagt Rundflüge. Dabei handelt es sich um mehr als nur Platzrunden, denn die Flüge führen sie entlang einiger der spektakulärsten Berge und Landschaften der Alpen. Die Welt einfach mal von oben sehen und Abstand gewinnen. Ein Angebot, mit dem Allgäu Wings regelmäßig seine Kunden zu verwöhnen weiß. Vom Allgäu Airport aus startet die Maschine zu Rundflügen. Kleinere Runden führen beispielsweise nach Ulm oder entlang der Allgäuer Alpen. Was Allgäu Wings aber so besonders macht, sind die langen Rundflüge. Sie dauern bis zu 2,5 Stunden und führen zum Matterhorn oder zum höchsten Berg der Alpen, dem Mont Blanc. Rundflüge, die nur dank der speziellen Maschine von Allgäu Wings möglich sind. Also das Rundflug ist eine 6-sitzige Maschine mit Druckkabine. Wir können also weiter rauf als andere Maschinen. Und schön an den Gipfeln entlang, die Gletscherflüge, können wir auch realisieren, dass wir auf 4.000-5.000 Meter Höhe an den Gletschern, Aletschi-Gletscher und das ganze Rhonetal zum Beispiel zum Mont Blanc, wunderbar auf den Höhen langfliegen können, auf den Sportmaschinen nicht langfliegen können. Dann haben wir 6 Sitze. Das heißt, so viel Pilot plus 5 Leute, das ist dann immer schön genug, um da auch die ganze Familie mitzunehmen. Großen Wert legt man bei Allgäu Wings auf Komfort und Stil. Wer beispielsweise einen Rundflug verschenken möchte, bekommt nicht nur einen Gutschein, sondern eine richtige Geschenkbox. Die sieht nicht nur edel aus, sie enthält auch einen Film mit Flugbildern wie die in diesem Beitrag. Nur eine Kleinigkeit, die aber die Vorfreude auf das kommende Erlebnis zu wecken vermag. Die Allgäu-Brennerei stellt feinste Spirituosen und Liköre aus Zutaten der Region her. Sie sind somit ideale Geschenke für Einheimische als auch Touristen. Wir haben die Erlaubnis bekommen, den Brennern mal bei ihrer Arbeit zuzuschauen. Groß ist die Auswahl an Spirituosen und Likören der Allgäu-Brennerei in Sulzberg. Mehr als 50 Produkte gibt es da zu entdecken. Sie alle werden aus Zutaten aus der Region hergestellt, so auch der beliebte Zwetschgenbrand. Aus den Früchten wird zuerst eine Maische gemacht, die dann im Brennkessel veredelt wird. So entstehen aus 100 Kilo Früchten rund 12 Liter feinster Zwetschgenschnaps.
Ein richtig guter Zwetschgenbrand muss heutzutage sehr, sehr mild sein. Früher war das eher so, bei unseren Opas kennen wir das noch, der musste so leicht brennen. Heute besticht sowas durch die Milde und natürlich durch die Fruchtigkeit. Die Fruchtigkeit, die sich hauptsächlich auch natürlich durch ein sauberes Grundprodukt, durch eine gute Zwetschge wiedergibt. Die ganze Optik des Etiketts, das wird alles im Haus gemacht. Es wird natürlich alles hier etikettiert, abgefüllt. Also es ist wirklich von der Frucht am Baum bis in die fertige Flasche. Bei den Kunden besonders beliebt sind die Sondereditionen der Allgäu Brennerei. Insbesondere die 100-Jahres-Edition ist ein echter Verkaufsschlager. Sie wurde zum 100. Geburtstag des Familienunternehmens aufgelegt. Seit der Firmengründung 1914 wurde das Produktangebot immer weiterentwickelt. Deshalb gibt es heute neben den beliebten klassischen Obstbränden beispielsweise auch feinen Heuschnaps. Oder für Kenner ein echtes Highlight, besten Allgäuer Whisky. Die Einbruchrate im Allgäu ist im Vergleich zu anderen Regionen relativ niedrig. So sank sie in den letzten Jahren stetig. Und doch ist es nicht falsch, sein Zuhause vor Einbruch zu schützen. Ein Familienunternehmen, welches sich darauf spezialisiert hat, ist die Firma Siegfried Liebherr. Schlösser, Schlüssel und Schließsysteme. In der Kempner Filiale wird Sicherheit großgeschrieben. Siegfried Liebherr, Ihr zertifizierter Fachmann für Sicherheitstechnik und Einbruchschutz. Uns gibt es jetzt seit 25 Jahren, seit 10 Jahren hier am Rosenauberg in Kempten. Wir sind spezialisiert auf Haussicherungen, mechanische, sind auch im Richternachweis des Landeskriminalamtes gelistet. Wir fahren vor Ort zu unseren Kundschaften und beraten sie vor Ort. Natürlich wird auch im Geschäft selbst jeder Kunde persönlich und kompetent beraten. Abheben tut uns der eintagige Richterkatalog und vor allen Dingen unsere langjährige Erfahrung, Seriosität und Kompetenz. Wir wissen über dies Bescheid, was wir auch montieren. Bei Siegfried Liebherr wird auf hochwertige Ware gesetzt. Und in der Werkstatt kann den Kunden gleich gezeigt werden, wie einbruchunsicher viele Fenster sind. Weil wir eben den Kunden beraten wollen und ihm dann eine Sicherheit geben, was die Haustüre anbelangt. Fenster und Türen sollte er sich auf jeden Fall sichern lassen, weil der Einbruch bis zu 80% über Terrassentüre, Balkontüre oder Fenster geht. Aber nicht nur in Sicherheitsfragen ist Siegfried Liebherr ein kompetenter Ansprechpartner. Wir bieten eigentlich allen Service rund ums Haus an. Die Visitenkarte eines Hauses ist ja quasi der Eingangsbereich und da bieten wir alles an. Briefkästen, Beschilderungen, Türbeschläge und wir haben den Vollservice von der Beratung bis zur Montage vor Ort. Endlich schönes Wetter und Sport im Freien ist wieder angesagt. Eine einfache und beliebte Art, sich fit zu halten, ist das Laufen. Denn laufen kann ja fast jeder, der sich sportlich betätigen möchte. Für die erforderliche Ausrüstung gibt es in Sonthofen einen Spezialisten. Er ist Fachmann fürs Laufen, insbesondere für die richtigen Schuhe an den Füßen. Wer Laufen als Sportart für sich entdeckt hat, der braucht, na klar, die richtigen Laufschuhe. Und die gibt es im Laufladen von Axel Reusch in Sonthofen. Doch Schuh ist nicht gleich Schuh, wie auch kein Läufer so ist wie der andere. Axel Reusch setzt bei der Auswahl des richtigen Laufschuhs deshalb auf eine detaillierte Analyse. Die Gefahren eines falschen Schuhs. Es wäre jetzt unseriös zu sagen, da ist man übermorgen schwer verletzt. Das muss nicht unbedingt sein, aber man geht ein Risiko ein, dass langfristig man sich seinen Bewegungsapparat beschädigt. Dass man da Knieprobleme, Hüftprobleme bekommt. Das würden wir gerne ausschließen, deshalb sind wir da lieber jedes Mal super genau und haben dann eine Gewissheit, dass vom Schuh her keine Gefahr droht, als zu sagen, wir nehmen das so ungefähr und hoffen dann, dass wir davon kommen. In der Videoanalyse zeigt sich, welcher Schuh besser zum einzelnen Läufer passt. Dafür braucht es ein geschultes Auge und viel Fachwissen. Denn nur etwa jeder 12. Schuh kommt für einen Kunden überhaupt in Frage. Es gibt Leute, die halt natürlich flaches Fußgewölbe eher nach innen kippen. Die würden wir mit einem Schuh ein bisschen korrigieren, ein bisschen abstützen. Es gibt auch Leute, die eher einen Umbeinansatz haben. Bei denen müssen wir genau umgekehrt vorgehen. Die Schuhe unterscheiden sich von der Härtenverteilung in der Zwischensohle. Mit denen kann man sehr stark das Abrollverhalten steuern. Unterm Strich entscheidend ist aber, wie sich der Läufer in seinen Schuhen fühlt. Das lässt sich aber nur in der Praxis testen. Und auch darauf legt man großen Wert, hier im Laufladen von Axel Reusch. Eine Küche richtig zu planen, ist eine echte Herausforderung. Man muss auf viele Details achten und hat gleichzeitig noch eine Riesenauswahl an Marken und Herstellern.
Hat man dann etwas vergessen oder übersehen, ärgert man sich oft über viele Jahre. Dieser Ärger lässt sich aber vermeiden, wenn man von Anfang an auf die Unterstützung von Küchenprofis Wert legt. Profis, wie man sie in der Küchenwelt Depprich in Kaufbeuren findet. Dort werden individuelle Beratung und maßgeschneiderte Lösungen ganz groß geschrieben. Die Küchenwelt Depprich ist ein echtes Traditionsunternehmen. Seit mehr als 140 Jahren gibt es sie schon und seit 1996 hier am Standort in Kaufbeuren. Auf rund 1100 Quadratmetern findet hier jeder seine Traumküche. Das Angebot reicht dabei von günstigen Möbeln für den schmaleren Geldbeutel bis hin zu exklusiven Spitzenküchen. Bei den Elektrogeräten findet man hier Produkte von allen namhaften deutschen Herstellern. Und auch bei den Möbeln legt man größten Wert auf Qualität. So gibt es auf jede Küche stolze 10 Jahre Garantie. Einbau und Montage beim Kunden erfolgen dabei durch eigene Schreiner. Ebenfalls ganz groß geschrieben wird in der Küchenwelt Depprich das individuelle Anpassen der Küchen an den Kunden. Eine abgesenkte Kochstelle, um besser in die Töpfe sehen zu können, oder ein höhenverstellbarer Arbeitsbereich, um den Rücken zu schonen. Solch clevere Detaillösungen wie diese sind bei Depprich ganz normal. Auch was den Dunstabzug angeht, verfolgt man hier modernste Ansätze. Kopfanstoßen an der Abzugshaube war gestern. Und wenn man zusammen mit den Profis seine neue Küche geplant hat, kann man sie schon mal im hauseigenen 3D-Kino vorab erleben. Wann soll man denn die Küche liefern? Ein weiterer cleverer Baustein, mit dem die Küchenwelt Depprich ihren Kunden zur Traumküche verhilft. Und damit wünsche ich Ihnen eine schöne Woche. Tschüss und bis zum nächsten Mal hier bei Tipps und Trends.